Wie du gesperrte Werbekonten oder Werbeanzeigen auf Facebook oder Instagram wieder frei bekommst, das erklären wir dir heute und viel Spaß dabei. Willkommen bei diesem Video. Ich habe heute wieder einen Experten, einen Kollegen mitgebracht, den Sahat Chamo. Wir werden uns heute um ein wichtiges Thema kümmern, nämlich gesperrte Werbekonten. Weil gute Werbeanzeigen, gute Werbetexte, Bilder werden dir nichts bringen, wenn entweder Facebook, Instagram, Google oder sonst wer dein Konto sperrt. Das passiert ab und an. Manchmal häufiger, manchmal weniger häufig, und heute erfährst du, was du dagegen tun kannst. Und ich würde sagen, ich übergebe das Wort einmal meinen Kollegen. Viel Spaß. Ja, ganz, ganz aktuelles Thema, würde ich sagen. Facebook hat mal wieder ihre Richtlinien und den Algo geändert. Ja, also ihr habt, wer aktiv oder sehr, sehr aktiv auf Facebook unterwegs ist, regelmäßig Anzeigen schaltet, der hat bestimmt mitbekommen, dass der Algorithmus sich mal wieder verändert hat. Die Richtlinien haben sich auch wieder verändert. Und es ist eigentlich ziemlich schwer, da wirklich mitzuhalten, ja, alle Richtlinien immer up-to-date zu sein. Und ja, es führt halt dazu, dass du durch Facebook mittlerweile sehr, sehr schnell gesperrt wirst. Ja, im Vergleich war das früher, gab es immer abgelehnte Ads, und heute wirst du direkt gesperrt. Entweder das Werbekonto ist down, die Facebook-Seite ist down, oder du bist, also die Seite ist frei, aber für Werbezwecke gesperrt, was eigentlich mit das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Ja. Also dich gibt's, aber du darfst keine Werbung machen. Ja, wie kannst du das vermeiden? Ein wichtiger Punkt ist natürlich, ein bisschen vorbeugend dahin zu arbeiten, falls es zu einer Sperrung kommt. Ja, was ich immer wieder sehe, wenn wir im Onboarding sind mit den Kunden, dann gibt es sich oft Profile oder beziehungsweise Seiten, die als Profile genutzt werden. Zum Beispiel, da wird ein Mensch, also ein Profil erstellt mit dem Namen Mustermann GmbH, ja. Und das mag zum Beispiel Facebook überhaupt nicht. Ja, das ist so einer der wichtigsten Punkte. Sei am Ende dieser Linie, also am Ende muss immer ein richtiger, echter Mensch da sein. Das heißt, du musst mit deinem privaten Facebook-Profil am besten eine Facebook-Seite eröffnen. Ja, also du musst quasi, wenn du zu dem Punkt kommst, du musst dich verifizieren, du musst zeigen, dass du echt bist. Ja, musst du auch beweisen können, dass du echt bist, ja. Und der Punkt hier ist, dass du einfach, ja, dein Profil so echt wie möglich angibst. Das ist halt in den Tests erwiesen, dass Werbeanzeigen weniger abgelehnt werden oder beziehungsweise nochmal abgelehnt werden, wenn ein echtes Profil dahinter steht. Also achte auf Vorname, Nachname, ganz wichtig, dass die E-Mail-Adresse aktuell ist, Telefonnummer aktuell ist, Zwei-Faktor-Check angegeben ist. Und vielleicht auch noch dein richtiges Geburtsdatum, ja? Weil wenn die von dir Daten anfordern, dann musst du dich ausweisen können. Wenn diese Ausweisung falsch ist oder fehlerhaft, ja, und das kann schon bei einem falschen Nachnamen, ja, oder falschen Vornamen sein, dann wirst du gesperrt, und zwar dauerhaft. Leider immer wieder auch viele, die dieses Problem haben, und dann bringt dir auch das Ganze nichts, wenn du gesperrt bist, dann kannst du auch keine Anzeigen schalten. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Also achte einfach drauf, dass das Ganze von Anfang an authentisch ist und für Facebook logischerweise nicht so aussieht, als würde da jetzt irgendjemand, keine Ahnung, einen Betrug starten wollen oder sowas. Natürlich kann man es auch dadurch nicht verhindern. Deswegen wollen wir dir jetzt auch nochmal so ein paar Tipps mitgeben. Was tust du überhaupt? Wie verhältst du dich, wenn das Ganze passiert ist? Also das Erste, was wir auch allen Partnern mitgeben, ist erstmal, es ist kein Weltuntergang. Ja, wenn man sich richtig verhält, bekommt man die Werbekonten wieder frei oder auch die Ads werden dann wieder durchgelassen. Das Wichtigste, was dabei erstmal zählt, und das solltest du im besten Falle von Anfang an umsetzen, ist, dir einen positiven Track Record aufzubauen. Was heißt das jetzt? Das heißt eigentlich nur die Beziehung zwischen dir und dem Support von Facebook. Weil auch da sitzen logischerweise auf der anderen Seite Menschen. Und man muss dazu sagen, Facebook oder Instagram, die Netzwerke haben halt mittlerweile eine Marktstellung, dass die jetzt nicht unbedingt mehr auf jeden Kunden angewiesen sind. Das heißt, du wirst bei denen quasi eingestuft. Ja, du bekommst immer in Anführungsstrichen eine Note. Was für ein Kunde ist das jetzt? Ist der besonders gut? Ist der nervig? Wird der ausfallen? Fängt der an zu beleidigen? Und sobald du da zu viel negative Einträge hast, sag ich mal, ist quasi Schluss. Also du wirst über dieses Werbekonto mit dieser Identität, kann man schon fast sagen, nie wieder Werbung machen können. Und um das zu verhindern, empfiehlt es sich, auch wenn das am Anfang vielleicht ein bisschen mühselig ist, wirklich offen, freundlich, nett, verständnisvoll zu sein. Weil dadurch kannst du halt bei Facebook diesen Track Record aufbauen und hast in der Zukunft oder auch für den aktuellen Fall deutlich höhere Chancen, dass du überhaupt gehört wirst, dass die Leute sich dein Problem annehmen und dass am Ende des Tages dein Anliegen bearbeitet wird, wie du es halt eben möchtest. Also versuch dich da wirklich zurückzuhalten, auch wenn das manchmal nicht ganz so verständnisvoll ist, was Facebook da eben macht. Also es werden teilweise auch Dinge abgelehnt, wo man einfach keine Erklärung für bekommt. Das passiert einfach und dann ist man natürlich relativ schnell dabei, dass man sagt, hey,
das kann nicht sein, was soll das und so weiter und so fort, gerade wenn die Kampagne vorher besonders gut lief. Und da muss man sich wirklich einmal ein bisschen zurückhalten und Facebook gegenüber einfach freundlich sein, weil da muss man ganz ehrlich sein, die sitzen da am Ende des Tages am längeren Hebel. Die zweite Sache, die auch essentiell ist, beziehungsweise die dir auf jeden Fall weiterhelfen kann, ist Gegenbeweise zu finden. Weil man muss ganz klar dazu sagen, Facebook ist ein Riesenunternehmen, hat Dutzende Werbepartner und behandelt nicht immer jede Werbeanzeige gleich. Das heißt, das, was wir tatsächlich auch sehen, dass Werbeanzeigen, selbst wenn sie von mir aus komplett identisch sind, bei Partner A funktionieren sie, bei Partner B funktionieren sie nicht. Und dann ist es natürlich relativ simpel zu sagen, gerade wenn man eine gute Beziehung zu Facebook hat, hey, pass auf, ich habe diese Werbeanzeige hier einfach nur in einer anderen Region geschaltet, da gab es keine Probleme. Kriegen wir das nicht auch hin, dass das hier genauso funktioniert? Weil dann sagen wir seltenst, nee, funktioniert nicht, sondern die werden dann sagen, gut, dann gab es da irgendeinen Systemfehler und deswegen kriegen wir das hin. Von daher auf jeden Fall unsere Empfehlung, guck, dass du dich von Anfang an vernünftig verhältst, wenn es darum geht, diese Probleme mit denen zu lösen. Und schau, dass du im besten Fall irgendwelche Beweise findest, die sozusagen das entgriffen, was dir da vorgeworfen wird, in Anführungsstrichen. Beides ist natürlich deutlich leichter, wenn man einen Partner an der Hand hat wie die A&M, weil wir betreuen hunderte Partner. Bei uns passiert das in Anführungsstrichen regelmäßig, also einfach häufiger, als wenn man nur ein Werbekonto hat. Wir haben eine sehr gute Beziehung zu Facebook, alleine dadurch, und wir haben Dutzende Beweise, die wir Facebook geben können. Das heißt, bei uns ist es eigentlich so, und das kann ich, glaube ich, ja, selbstbewusst zumindest behaupten, dass wir Werbekonten in Rekordschnelle wieder frei bekommen. Also unsere Partner haben damit eigentlich in der Regel kein Problem. Und wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für dich vielleicht auch umsetzbar ist oder wenn du dazu irgendwie weitere Tipps brauchst, komm einfach auf uns zu. Wir sind da zwangsläufig mehr oder weniger Experten in dem ganzen Thema, können da eigentlich fast immer weiterhelfen. Und es ist ein wichtiges Thema, weil es kann wirklich dazu führen, dass du nie wieder Werbung machen kannst. Das kann unter anderem, wenn die Kampagne, wie gesagt, vorher gut lief, geschäftsschädigend sein. Das muss man sagen, wie es ist. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall erstmal vorbeugend arbeiten, mit den Tipps, die mein Kollege dir gegeben hat. Und sollte es denn doch mal passieren, auf jeden Fall auf das richtige Pferd setzen, im besten Fall mit Experten zusammenarbeiten wie wir, die das tagtäglich machen. Gut, ich hoffe, du konntest da ein bisschen was mitnehmen. Hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Was vielleicht noch ein wichtiges Thema wäre im Bereich der Sperrungen, was gerade halt aktuell sehr, sehr viele betrifft, sind auch die Pixelsperrungen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört und auch Probleme damit. Auch hier konnten wir in der Vergangenheit ein sehr gutes Ergebnis mit Facebook erzielen, dass wir nach Pixelsperrungen auch ganz normal unseren Pixel wieder nutzen konnten. Also falls da auch noch irgendwelche Probleme sind, wie Nico bereits gesagt hat, melde dich bei uns. Wir kümmern uns darum. Alles klar. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne. Sonst abonniert uns, verfolgt uns auf Social Media und bis bald. Bis zum nächsten Mal.